ho, ho, liebe Aktienlustfreunde. Heute öffnen wir das 6. Video-Adventskalendertürchen und dahinter verbirgt sich unser Aktienlust-Nikolaus, nämlich der Mick. Und in seinem großen Geschenkesack hat er euch heute ein ganz besonderes Nikolaus-Special mitgebracht. Und zwar sprechen wir beide heute über das Thema Luxusaktien und im Anschluss gibt's auch was Leckeres zu gewinnen. Ja, auf jeden Fall. Und den Gewinn würde ich mir nicht entgehen lassen. Ja, das Thema Luxus ist natürlich auch während der Corona, während der Pandemie und Krisenzeiten absolut gefragt. Und da sehen wir also einige Aktien, die da durchaus einiges an Potenzial haben. Ja, bevor wir gleich über einzelne Aktien sprechen, was versteht man denn eigentlich unter einem Luxusgüterkonzern? Ja, Luxusgüterkonzerne haben halt eben alles das, was mit Mode zu tun hat, mit Lifestyle, teure Uhren, teure Sonnenbrillen, aber halt eben auch der große Bereich der Kosmetik gehört dazu. Teure Düfte, schöne, teure, angenehme Cremes und. Also da fällt natürlich ein großes Feld an dem drunter, wo wir sagen, das ist dann tatsächlich ein Luxuskonzern. Kann natürlich auch mit Alkohol zu tun haben, wie zum Beispiel mit Whisky oder auch Champagner. Ja, schauen wir uns jetzt ein paar einzelne Aktien an. Eine echte Größe in Sachen Luxus und wohl auch das bekannteste Unternehmen ist LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy. Mick, wie ist denn deine Analyse dazu? Ja, die Aktie läuft schon seit Jahren ganz hervorragend und wir sehen es ja auch vor allen Dingen hier in Frankfurt, haben wir ja einen LVMH, einen Louis Vuitton, sogenannten Flagship Store. Gut, dass während der Pandemie, während der Krise natürlich vor allen Dingen die ausländischen Gäste Frankfurt nicht besuchen können, wie zum Beispiel die Gäste aus China, Arabien halt oder Russland, die dort vermehrt einkaufen, ist klar. Aber Louis Vuitton hat es natürlich über seine Marken ganz klar auch geschafft, das Ganze innerhalb des Internets zu transportieren. Also dementsprechend mittlerweile auch einen relativ guten Online-Shop zu haben, also über das Internet dementsprechend die Freunde von Louis Vuitton zu anzumieren und zu kaufen. Wenn wir überlegen, ja, wir haben ja auf der anderen Seite auch mal so ein bisschen die Fahrzeuge wie eine Daimler. Eine Daimler mit dem Stern stellt zum Beispiel in Asien genau und mindestens ein starkes Luxussegment dar, wie halt eben eine Tasche, ein Accessoire oder halt eben ein Bekleidungsstück für Louis Vuitton. Also Louis Vuitton, gerade einer der Marken, die am allermeisten gefragt sind. Da wird immer normalerweise ordentlich eingekauft hier in Frankfurt. Schlangen zum Teil tatsächlich vor dem Store, vor dem Geschäft und da wird richtig die Karte dementsprechend durchgezogen. Und Louis Vuitton, einer der stärksten und vor allen Dingen auch verlässlichsten Dividendenzahler. Deswegen gefällt mir das Papier auch so. Wenn wir überlegen, 2019 gab es ja eine Gesamtdividende in Höhe von 6,80 Euro. Und das war im Vorjahr, lag man nur bei 6 Euro. Das heißt, das ist jetzt mittlerweile dann die Steigerung um 13% und die 11. jährliche Dividendenanhebung in Folge. Also dementsprechend eins der Unternehmen, die auch langfristig, wie gesagt, orientiert sind und eigentlich in jedes Depot, in jedes Portfolio hineingehören für alle die, die langfristig Börsenerfolg haben. Also Mick, ich fasse nochmal zusammen, Dividendenjäger kommen mit einer attraktiven Dividendenrendite auf jeden Fall auf ihre Kosten. LVMH ist ein absolut solides und rentables Basisinvestment, das in keinem Depot fehlen darf, sagst du. Es ist krisenrobust und ich denke, daran sollte sich auch die nächsten Jahre nichts ändern. Dann kommen wir zum nächsten Unternehmen, diesmal ein Familienbetrieb mit breitem Produktportfolio und zwar Estée Lauder, einer der weltweit führenden Hersteller und Vertreiber hochwertiger Kosmetik- und Pflegeprodukte. Mick, wie ist deine Analyse dazu? Ja, ich mag ja Familienunternehmen äußerst gern, weil die halt eben ganz anders geführt werden als wie von Fremdmanagern. Und wenn man sich überlegt, Estée Lauder in 150 Ländern ist man da tatsächlich präsent und verkauft natürlich seine hochwertigen Kosmetik- und Pflegeprodukte, wie zum Beispiel unter anderem, den Damen sind es ja bekannt, Clinique, La Prairie, Bobbi Brown, Tom Ford, Beauty, Aveda und so weiter und so fort. Also Estée Lauder ist da ganz, ganz breit aufgestellt, hat halt eben letztlich für jeden Geschmack, aber auch für jeden Geldbeutel etwas. Und deswegen bin ich halt eben auch
bullig auf dieses Unternehmen, weil es halt eben gut gewachsen ist, weil die Familie hier wirklich eine ordentliche Managementleistung, eine ordentliche Unternehmensführung dementsprechend hinlegt. Und vor allen Dingen, es ist ja nicht nur so, dass man die Kosmetik- und Pflegeprodukte hat. Nein, man hat natürlich auch dementsprechend noch Parfums. Man hat auch noch Themen, die halt eben ganz klar natürlich das ganze Bereich der Haare, Haarschmuck und halt eben Shampoos abdeckt. Und vor allen Dingen, man ist natürlich nicht nur in den Geschäften präsent, sondern das wird dann wieder spannend, wenn wir gereist werden darf, halt eben an den Flughäfen und da vor allen Dingen in den Duty-Free-Shops. Und da ist natürlich letztlich richtig, richtig Geld bei den Reisenden zu verdienen. Ja, und ich habe mal nachgeschaut, seit dem Jahr 1995 legte der Kurs um sage und schreibe rund 2.500% zu. Und bei der Estée Lauder Aktie profitieren Anleger ja nicht nur von der guten Kursentwicklung, sondern kassieren außerdem noch dazu eine attraktive vierteljährliche Dividende, Mick. Ja, das ist richtig. Vierteljährlich wird hier die Dividende dementsprechend ausgeschüttet. Also muss man ganz klar sagen. Und das macht das Unternehmen natürlich auch nochmal attraktiv. Und viele gehen gar nicht davon aus. Bei Louis Vuitton weiß man, okay, die könnten was mit der Börse zu tun haben. Bei Estée Lauder vermutet man das in dem Bereich ganz und gar nicht. Also da ist einiges an Überraschungspotenzial drin. Und wir sehen ja vor allen Dingen auch große Investoren nehmen natürlich gerne eine solche Aktie, weil sie halt eben Stabilität bedeutet, weil sie halt eben kontinuierlich in den letzten Jahren angestiegen ist und weil man damit natürlich ganz klar sein Portfolio ordentlich aufhübscht und schön mit Performance besetzt. Dann kommen wir schon zum letzten großen Luxuskonzern, nämlich Hermès. Gegründet wurde das Unternehmen schon 1837 in Paris und befindet sich ebenfalls im Familienbetrieb. Mick, erzähl uns was über Hermès. Ja, Hermès bietet ja auch die komplette Bandbreite. Den meisten ist ja nur Hermès durch seine Handtaschen letztlich bekannt. Die Handtaschen natürlich klar in einem Preissegment, wo man sagen muss, ah, da fängt es an wirklich luxuriös und teuer zu werden. 6.000, 7.000, 8.000 Euro sind da mal gerade so die Basis-Einstiegspreise. Und selbst gebrauchte Handtaschen von Hermès erzielen heutzutage tatsächlich noch ein Vielfaches an Preis und alle großen internationalen Künstler, Königshäuser, die Damen schmücken sich immer mit einer Hermes-Tasche. Da weiß man, das ist schon ganz was Besonderes. Aber Hermes natürlich auch mit vielen Accessoires unterwegs. Ob es natürlich Gürtel sind, ob es Portemonnaie sind, ob es halt eben auf der anderen Seite komplett Bekleidung ist. Das geht von Anzügen natürlich über Schuhe, über dementsprechend natürlich Krawatten für den Mann. Also da wird die komplette Bandbreite letztlich angeboten und das macht das Unternehmen natürlich dann aus und macht es natürlich letztlich auch so erfolgreich, weil da gibt es letztlich keine Handtasche oder keine Anzüge von der Stange, da hat man nur einen gewissen Satz an Kontingent, wo halt eben produziert wird. Und wenn die Taschen aus sind, dann sind sie dementsprechend aus. Und ich kann mich noch daran erinnern, als ich mal in Frankfurt bei Hermes war, da wollte ich mir mal eine solche Handtasche anschauen. Nein, das darf man nicht. Man darf die allenfalls von 2 Meter anschauen. Und das hatte mit Corona gar nichts zu tun. Man darf die noch nicht mal in die Hand nehmen. Also da kann man sich natürlich da bei Hermes schon einiges einbilden auf seine Produkte, weil man ja letztlich weiß, man wird absolut abverkauft. Das waren die 3 bekannten großen Luxusgüterkonzerne, aber es stehen auch neue Börsenkandidaten in Sachen Luxus in den Startlöchern, Mick. Ja, wir hatten ja schon ein Unternehmen, was ja aus Deutschland jetzt an die Börse gegangen ist, was sich rein dem Online-Vertrieb von Luxuswaren widmet, nämlich Fashionette. Die sind jetzt im Oktober an die Börse gegangen. Gut, der Börsengang war jetzt nicht unbedingt erfolgreich, muss man sagen. 31 Euro war der Ausgabepreis, 28,75 lag man am ersten Tag. Also dann doch leicht im Minus. Aktuell hält sich die Aktie in etwa um den Ausgabepreis. Aber Fashionette hat natürlich hier die Möglichkeit, gerade jetzt im Weihnachtsgeschäft dementsprechend nochmal ordentlich
abzuverkaufen. Unternehmen kommt übrigens aus Düsseldorf, hat natürlich einiges an Designern, die man da halt eben auf der Plattform dementsprechend anbietet, hat keine eigenen Shops, sondern da soll es letztlich natürlich das Internet richten. Ja, und ein zweites Unternehmen mit mytheresa.com steht schon in den Startlöchern, ist ein Münchner Unternehmen, was aber mittlerweile von Amerika aufgekauft worden ist. Die wollen noch nicht an die deutsche Börse, sondern an die amerikanische Börse, um da halt eben ein IPO letztlich zu beginnen. Entschuldigung. Und da muss man jetzt mal abwarten. Es gibt noch keinerlei neue Daten zum Börsengang. Das heißt also, der Preis oder die Spanne oder der genaue Termin stehen da noch nicht fest. Aber man muss sagen, mytheresa.com sagt, wir haben 250 Designer-Marken, Designer-Labels auf unserer Plattform und die wollen natürlich ganz klar vor allen Dingen nach Arabien, nach Asien und nach China halt eben dementsprechend vor allen Dingen abverkaufen. Muss man mal warten, ob das Thema dementsprechend aufgeht, ob die Langfristigkeit im Bereich Luxusgüter übers Internet zu bestellen tatsächlich der große Plan ist, denn viele Menschen wollen natürlich auch in diese wunderschönen Shops gehen, die zum Beispiel Louis Vuitton, die zum Beispiel halt eben Hermes oder auch Estee Lauder ja anbieten. Die wollen natürlich auch so ein bisschen dieses Einkaufsfeeling haben, bisschen Shampoos, bisschen verwöhnt werden. Muss auch mal schauen, ob das über online auch klappt. Aber wir haben ja diese Woche zumindest mal gesehen, eine Zalando hat es ja geschafft, die ja auch versucht, Luxusgüter übers Internet zu verkaufen. Zalando 1 Million Neukunden jetzt und das vor allen Dingen in der Woche Black Friday und Cyber Monday. Da hat man tatsächlich in der Minute 7.500 Bestellungen aufnehmen können und abgefertigt. Und interessant fand ich dabei, dass bei Zalando vor allen Dingen ein Kleidungsstück abverkauft wurde und das war die sogenannte Laufhose. Karl Lagerfeld, der Herr, hab ihn Gott und selig, würde sich wahrscheinlich im Grab umdrehen. Ja, jetzt hast du uns 3 bzw. sogar auch 4 interessante Luxusaktien vorgestellt. LVMH, Estée Lauder, Hermes, Fashionette und mytheresa als potenzieller IPO in den USA. Zusammengefasst, Mick, was ist denn jetzt dein Fazit? Welche Aktie sollte man auf jeden Fall im Depot haben? Also ich denke, und das ist wirklich eine alte Börsenweisheit, Luxus geht tatsächlich immer, weil die Menschen, die Konsumenten natürlich nach dem Außergewöhnlichen suchen. Die wollen nicht immer etwas von der Stange. Nein, die wollen halt eben auch mal außergewöhnliche Dinge nicht nur selber tragen, sondern dementsprechend dann auch verschenken. Und ob es da nun um Handtaschen, ob es da um Bekleidung, ob es um eine schöne Uhr oder halt eben auch um tatsächlich mal eine schöne Sonnenbrille geht, da gibt man dann dementsprechend für die Designer Geld aus. Aber ich muss sagen, mein Favorite in dieser ganzen Riege und Reihe ist tatsächlich die Aktie von Louis Vuitton, LVMH, weil halt eben das Spektrum bei LVMH ein ganz, ganz großes ist, weil halt eben klar die Dividende mir äußerst, äußerst gut gefällt und weil ich weiß, wie stark die Kundenströme tatsächlich bei Louis Vuitton sind. Ja, danke Mick für dein Fazit. Ich finde ja auch, dass gerade für junge Anleger diese Aktien eine gute Idee sind, denn wenn das ersparte Geld schlichtweg noch nicht für eine erträumte hochpreisige Tasche oder sonstige Luxusartikel ausreichen sollte, kann man hier nicht früh genug damit anfangen, in so eine Luxusaktie zu investieren oder diese halt per Sparplan zu besparen. Dann funktioniert es auch langfristig irgendwann mit der erträumten Tasche. Ja, muss man fairerweise sagen. Und wenn man sich mal überlegt, dass halt eben zum Beispiel Louis Vuitton im Corona-Tief bei 240, 250 Euro lag, mittlerweile schon wieder bei 470, 480, da hat man schon 200 Euro Gewinn pro Aktie gemacht. Hätte ich 10 Aktien im Portfolio gehabt, dann hätte ich mir davon schon locker eine Louis Vuitton-Tasche leisten können. Ja, aber bei uns gibt es heute keine Handtasche zu gewinnen. Das wäre vielleicht doch etwas teuer gewesen. Aber wir haben für euch einen leckeren Moët Champagner. Den trinke ich persönlich auch immer sehr gerne nach dem, was trinke ich am liebsten? Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Okay, ich werde es auf jeden Fall hier nochmal einfügen. Ja, das Gewinnspiel ist aber erst ab 18. Also wenn ihr diesen Champagner gewinnen möchtet, dann
Like das Video bzw. den Beitrag, abonniert unseren YouTube-Kanal und oder folgt mir auf Instagram und schreibt diesmal in die Kommentare, mit wem würdest du gerne mit Moe auf ein neues Jahr 2021 anstoßen? Ja, das ist eine ganz süße Idee, dass wir das Ganze halt eben so machen, dass halt eben jemand noch ein Video reinschickt. Dann wissen wir auch, dass die Flasche gut angekommen ist. Und wie Nicole sagt, ja, leider bedauerlich, aber wichtig, Teilnahmebedingung ist halt eben, man muss volljährig sein, also dementsprechend über 18. Genau. Teilnahmebedingungen wie immer unter dem Video. Wir wünschen euch jetzt viel Glück. Bis morgen, eure Nicole und der Mick. Schön dabei bleiben, weil Nicole hat noch einige Türchen zu füllen, hat noch einige tolle, tolle Preise für unseren Adventskalender bereitgestellt. Also da würde ich es auf jeden Fall jeden Tag mal versuchen. Und mittlerweile ist mir auch der Champagner eingefallen. Es ist Ruinarosé. Ah, ja, ja, ja. Kleines Leckermaul. Okay. Tschüss.